Tja, das war das Telefonat gerade mit der Rechtsanwältin. Die ruft mich zurück. Naja. War nicht mal von einer Minute. Das Telefonat. Ich rauche immer noch. Das ist nicht normal, dass man ausgeraubt wird, keine Rechte hat, man einen Betreuer vorgesetzt bekommt, die Rechtsanwälte nichts macht, die Polizei nichts macht, das Gesundheitsamt nichts macht, die Stadt gegen einen vorgeht, ohne Ordnungsamt bei einem Polizeieinsatz, mit einem Sondereinsatzkommando mit Schusswaffen und so weiter und so fort. Guten Morgen, Leute. Wir haben exakt 10:03 Uhr, örtliche Zeit hier in Korschenbruch. Mein Name ist Mayflower Ahmed Yılmaz. Dies ist eine Dokumentation, eine wahre Dokumentation der Geschehnisse. Habe gerade eine Herausforderung an meine Rechtsanwältin gestellt, sich mal bei mir zu melden. Was ist dagegen zu tun? Gegen Raub, Verleumdung, Intrigen, Gewalt, Hausfriedensbruch. Entwendung von Sachen, Vorenthaltung von Sachen, Verfügung über Sachen und so weiter und so fort. Ist doch nicht normal, oder? Aber ich lieb.